glaube aber auch, dass sich die EU, was ihre, ich will es mal Transparenzpolitik nennen, am Anfang auch völlig selbst ins Knie geschossen hat. Ja, und am Anfang hat man ja auch sehr klar kommuniziert, was völlig dumm war im Nachhinein betrachtet, es geht euch nichts an. Ja. Die Intransparenz, die ist verwandt mit anderen Aspekten, die alle mit Korruption zu tun haben können. Allen voran Lobbyismus, und zwar intransparenter Lobbyismus. Wobei die Verträge doch im Bundestag vorgelegt worden sind. Die Abgeordneten hatten noch die Möglichkeit, sie einzusehen. Ist das für Sie genügend? Nein, wahrlich nicht. Also viel zu spät, viel zu eng und immer noch nur selektiv. Und wir werden alle empört, wenn hinter Kulissen die Verwaltung bei uns, also die Regierung, solche Abmachungen treffen würde, ohne das Parlament von vornherein einzubeziehen, als Debattenplattform nutzen würde, wenn es um unsere vitalen Interessen geht. Ich glaube nicht, dass man alle Verhandlungsinhalte veröffentlichen kann, weil dann kommen wir in der Tat in eine Situation, wo sie eigentlich keinen Verhandlungsspielraum mehr haben. Ja, und ich glaube, der muss gegeben sein. Aber dieses extreme Maß an Intransparenz, das wir, wie gesagt, vor allem zu Anfang hatten bei TTIP, das lässt sich auch aus meiner Perspektive nicht rechtfertigen. Und vielleicht wird das TTIP, das wir bekommen, ich glaube, dass wir eins bekommen werden, weil schon sehr viel politisches Kapital investiert wurde, vielleicht wird dieses TTIP eher schmal aussehen. Das heißt, man klammert kritische Bereiche wie Verbraucherschutz aus und beschränkt sich auf technische Aspekte und tarifäre Zollaspekte, die eher unkritisch sind.